Hallo und danke fürs Einschalten. Hier ist Dirk und ich möchte euch heute meinen Beitrag zum Thema Bitcoin bringen und zwar auf Deutsch. Ich bin in der Krypto-Community sehr aktiv, schon seit längerer Zeit. Allerdings lebe ich seit 11 Jahren in Amerika und deswegen sind meine Kanäle, meine Videos meistens nur auf Englisch. Aber bei meiner letzten Reise durch Deutschland habe ich festgestellt, wie wenig Leute eigentlich richtige Informationen über Bitcoin hatten. Und ich habe mich mit vielen Leuten unterhalten, extrem intelligenten Menschen. Und trotzdem waren viele der Meinung, dass Bitcoin nichts ist oder hatten nie etwas darüber gehört oder hatten nur Negatives darüber gehört. Das macht doch alles Sinn. Denn Deutschlands Medien gehören europaweit zu den am strengsten zensierten und am meisten manipulierten Medien, die es überhaupt gibt. So, man möchte falsche Informationen streuen. Man möchte negative Informationen streuen, um das Volk bloß nicht noch mehr aufmerksam zu machen auf etwas, was so offensichtlich ist wie das Internet. Banken und Regierungen haben unheimlich Angst vor dem Bitcoin und die haben auch allen Grund dazu. Bitcoin hat sich seit seiner Entstehung vor 10 Jahren gemausert zu einer der stärksten Währungen weltweit, inklusive Gold und Silber, inklusive dem Euro, inklusive dem US-Dollar. Bitcoin hat momentan mit seinem Preis von 8.053 US-Dollar heute am 19. Oktober die Nummer 11 weltweit eingenommen. Ja, es war eine Zeit lang sogar die Nummer 8, aber Bitcoin hat eine gewisse Volatilität, das heißt, es unterliegt Schwankungen und es sind auch sehr viele Spekulanten hier am Werk, die mit den Schwankungen spielen und natürlich damit ihre Gewinne realisieren, egal ob es auf oder ab geht und natürlich auch sehr viele Verluste. Also man sollte von solchen Tagesgeschäften absehen, wenn man kein Profi ist und davon rate ich wirklich ganz stark ab. Trotz alledem sehe ich den absoluten Wert in Bitcoin. Da gibt es für mich überhaupt keine Frage. Denn die Akzeptanz weltweit wird immer, immer größer. Eine Währung, die von einer Regierung erschaffen wird, bezeichnet man als Fiat-Currency, als Fiat. Und Bitcoin hat extreme Vorteile zu Fiat. Wie ihr mit Sicherheit wisst, hat die Europäische Zentralbank beschlossen, dass ab nun für eine unbestimmte Zeit monatlich über 20 Milliarden Euro gedruckt werden. Das ist nur gedrucktes Papier, da steht kein Wert dahinter. Und in den Markt reingepumpt werden. Das ist so, als wenn man einen Reifen nimmt und aufpumpt, bis er platzt. Ja, das heißt, da steckt kein Wert dahinter. Diesem Beispiel sind noch 25 andere Länder weltweit gefolgt. Also Amerika ist auch ganz groß. Die haben das Quantitative Easement beschlossen mit 60 Milliarden Dollar monatlich auf unbefristete Zeit. Man muss sich nur mal diese Ausmaße vorstellen. Da wird Papier genommen, gedruckt und dann heißt es, das hat jetzt einen Wert. Und deswegen bin ich ein absoluter Fan von Bitcoin. Denn es gibt weltweit jemals nur 21 Millionen Bitcoin, davon sind bis jetzt 18 Millionen Bitcoin schon im Umlauf. Es gibt also nur noch 3 Millionen Bitcoin weltweit und es wird nie wieder mehr Bitcoin geben. Und aufgrund dessen Angebot und Nachfrage sieht man erstmal die Wertsteigerung, die Bitcoin mit sich bringt. Im Durchschnitt werden Währungen in den Ländern nur 27 Jahre alt, bevor sie komplett abgeschafft werden und andere Währungen entstehen. Die älteste Währung, die wir kennen, ist der British Pound Sterling. Sie hat im Laufe ihres Lebens 99,5% an Kaufkraft verloren. Der Bitcoin ist jetzt ein bisschen über 10 Jahre alt und hat in der Zeit 8 Millionen Prozent an Kaufkraft zugenommen. Das muss man sich erstmal überhaupt auf der Zunge zergehen lassen. Während alle anderen Währungen richtig tief im Bach runtergehen und mit Inflation Monat von Monat an Wert verlieren, steigt der Bitcoin und stärkt die Kaufkraft. Denn es gibt nur 21 Millionen. Ich möchte euch nur schnell noch ein paar andere Vorteile von Bitcoin erklären und nahebringen. Ein Bekannter von mir, der lebt in Deutschland und musste in Amerika einige Rechnungen bezahlen. Das waren Beträge von ein paar hundert Euro, die er überweisen musste. Und der ganze Prozess dauerte 2 Wochen, ging über mehrere Banken und hat ihn 40 Euro gekostet. So, nun, der gleiche Bekannte musste hier wieder etwas bezahlen und ich habe ihm das Geld ausgelegt. Ich habe es für ihn bezahlt, das waren 500 Dollar. Und dann hat er mir
das Geld in Bitcoin geschickt. Diese Transaktion war innerhalb von 10 Minuten beendet. Ich hatte das Geld in 10 Minuten auf meinem Konto und die ganze Transaktion hat ihn nur 2,5 Cent gekostet. Und das ist einer der riesigen Vorteile von Bitcoin. Um es einfach zusammenzufassen, ein Zahlungsmittel ist ja alles, was andere zum Austausch von Waren oder Service akzeptieren. Bitcoin erlangt fast täglich mehr und mehr Akzeptanz weltweit. Es gibt Online-Geschäfte, die Bitcoin akzeptieren. Man kann damit Reisen, Flüge zahlen, Hotels zahlen. Man kann damit sogar teilweise in Restaurants zahlen. Also die Akzeptanz wird weltweit immer größer, auch wenn Bitcoin weiter und weiter im Preis steigt. Und wir sind noch lange nicht da, wo es hingeht. Also wir erwarten innerhalb der nächsten Jahre einen 6-stelligen Betrag für Bitcoin und innerhalb der nächsten 10 Jahre einen 7-stelligen Betrag. Und selbst wenn wir da sind, ist es nicht schlimm. Man muss dann nicht irgendwo 0,00001 Bitcoin schicken, sondern man kann Bitcoin unterteilen. Die kleinste Einheit ist der Satoshi und das sind 100 Millionstel Bitcoin. So, das heißt, es gibt also keine Probleme, dass man es teilen kann, dass man es leicht und gut übersichtlich überweisen kann. Bitcoin kann nicht zensiert werden und kann nicht konfisziert werden. Und das ist ein riesiger Vorteil. 2017, als Hurricane Irma nach Florida gekommen ist, mussten wir evakuieren. Und es standen riesige Schlangen überall an Tankstellen an. Man musste also in einer 300 Meter langen Schlange warten und hoffen, dass man noch Benzin bekam. Dasselbe war bei den Banken. Man musste sich an der Bank anstellen, um sein Bargeld abzuholen, um sein Geld zu bekommen. Und jedem Menschen wurden nur $500 zugeteilt, egal wie viel Geld man auf dem Konto hatte, weil die Banken nicht mehr genug Bargeld hatten. Das heißt, egal was passiert ist, man kam nicht an sein Geld. In der Bankenkrise 2007 haben ganze Banken geschlossen. Und die Leute, die Anleger, haben all ihr Geld verloren. Das kann einem nicht passieren mit Bitcoin, weil man selber sein Geld kontrolliert in seiner eigenen Bank, auf seinem eigenen Wallet. Man ist sein eigener Herr und keiner kann da dran, niemand. Es ist einfach gesichert und das ist das Schöne. Es kann auch kein Finanzamt kommen und sagen, oh, ich glaube, ihr habt zu wenig bezahlt, wir frieren jetzt eure Konten ein und ihr habt Pech. Ihr habt euer Konto in der Hand und es kann keiner an euer Konto ran. Bitcoin hat so viele Vorteile. Und natürlich, die ganze Negativpropaganda sagt, oh, das kann natürlich sehr gut benutzt werden für Terrorismus und für Waffenkauf. Ja, wacht doch auf, Leute. Was meint ihr denn, womit jahrelang Terrorismus und Waffenhandel bezahlt wurde? Das war nicht Bitcoin, das war US-Dollar, das war gedrucktes Geld. Und das wird auch heute noch so gemacht. Drogenhandel, das läuft im Papier. Also von daher, das sind Argumente, die für mich einfach nicht zählen. Und das sind Argumente, die kommen von sehr verängstigten Politikern und von sehr verängstigten Banken. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite hierzu. Ich erzähle euch im nächsten Video über die Block Reward Halving, wie Bitcoin eigentlich entsteht und auch wie man es richtig aufbewahrt. Und wenn euch das interessiert, dann freue ich mich, euch bald wieder zu sehen. Danke fürs Zuschauen und Peace out.